Malgorzata L. soll ihren Bruder zu einem Raubüberfall angestiftet haben, dass dieser mit zweifachem Mord endet, wohl nicht vorhersehbar. Vier polnische Staatsbürger müssen sich seit Mittwoch vor dem Landgericht München II verantworten, unter ihnen die ehemalige Pflegekraft der einzigen Überlebenden. Die Angeklagte, also die Frau, die letztlich in dem Haushalt beschäftigt gewesen ist, soll nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ihren Bruder angerufen haben. Der wiederum soll noch Kontakt mit dem Sohn der Angeklagten aufgenommen haben. Der dritte Angeklagte ist offensichtlich ein Bekannter dieser Personen gewesen. Den drei männlichen Angeklagten wird vorgeworfen, in der Tatnacht in das Anwesen in Königsdorf Hüffen eingedrungen zu sein, die drei dort anwesenden Personen mit Gewalt überwältigt zu haben, Bargeld und Schmuckgegenstände an sich genommen zu haben und dann die drei Opfer in einem lebensgefährlichen Zustand dort zurückgelassen zu haben. Zwei der Opfer sind anschließend verstorben, eines der Opfer hat schwerstverletzt überlebt. Die 76-jährige Hausbesitzerin wurde zusammen mit ihrem Bekannten im Heizungskeller des Hauses eingesperrt und schwerstverletzt zurückgelassen. Nur durch glückliche Umstände konnte sie drei Tage später dort gefunden werden, bewusstlos, unterkühlt und ausgetrocknet. Für ihren 81-jährigen Freund kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen eines heimtückisch begangenen Mordes. Zudem soll nach der Anklageschrift sollen die Angeklagten diese Tat auch grausam und aus Habgier begangen haben. Grausam deswegen, weil nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zumindest Verdachtsmomente dahingehend bestehen, dass die Opfer nicht unmittelbar nach dem Tatplan durch die Gewaltanwirkung umkommen sollten, sondern dann im Gefolge durch Verhungern oder Verdursten. Als Haupttäter sieht die Staatsanwaltschaft den 44-jährigen Robert P. Er soll die drei Geschädigten brutal zugerichtet haben, mit einem Schraubenzieher und einem Uhrengewicht. Sein Foto war im März 2017 auch zu Fahndungszwecken veröffentlicht worden. Die darauf folgende Berichterstattung stieß bei seiner Verteidigung auf Unmut. Ist es kein Zustand in einem Rechtsstaat, wenn gerade bei einem solchen Verfahren mit einer derartigen medialen Aufmerksamkeit bereits vorab Begriffe wie der Haupttäter, Brutalo-Mörder und andere Sachen fallen, welche als Feststellung oder als rechtliche Wertung ausschließlich dem Gerichtssaal vorbehalten sind. Wir haben deswegen ganz starke Zweifel, dass hier überhaupt noch ein fairer Prozess möglich ist. Nach der Eröffnungserklärung der Verteidigung des Angeklagten P. ging es am ersten Verhandlungstag erst einmal um die Lebensläufe und Werdegänge der vier Angeklagten. Es sind noch 16 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird dann am 6. September erwartet.